Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Half-Life Legacy. Heute beenden wir das Murmel-Event endlich mal wieder rechtzeitig. Also ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich mache das nicht mehr nachts, weil viele Events enden halt, also ich meine natürlich, Events enden nachts, also beim Tagesübergang meistens und oft aber auch erst morgens oder halt irgendwann mitten in der Nacht, also das heißt abends beziehungsweise zu Beginn eines Tages kann man das Event noch farmen teilweise und wenn man dann schlafen geht und am nächsten Tag aufsteht, ist es vorbei. So ungefähr. Aber ich vergesse es einfach oft leider, beziehungsweise habe ich dann noch irgendwas anderes zu tun, dann ist es zu spät und dann mache ich doch kein Video mehr. Und deswegen beenden wir das Event jetzt, obwohl man theoretisch noch ein bisschen farmen könnte, theoretisch. Genau. Außerdem werden wir wieder Ausrüstung upgraden mit Runen und so weiter und so fort, Edelsteine herstellen, Murmeln herstellen und genau, wo sind meine Murmeln denn? Ah ja, hier. Sind eh gerade mal 100 irgendwas. Genau, ich habe 5000 Penny im Inventory, das ist Wurst. Das heißt, wir gehen in die Schmiede, Murmeln herstellen und das müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Ach so. Ach komm. Da habe ich einmal relativ viel Inventarplatz und dann geht es trotzdem wieder nicht. Aber das reicht gar nicht. Es gibt ja vier, ne? Jetzt müsste es reichen. So, Murmeln herstellen, zack. Und das war's auch schon. Genau, dann benutzt man die schnell, damit die weg sind aus dem Inventory. Und gar nicht so wenige geworden. Zack, wir werden heute auch die 11 Millionen Kampfkraft knacken. Garantiert eigentlich, wenn nicht, wäre es schon echt traurig. Genau, dann stellen wir noch schnell hier ultimativ die Edelsteine her. So habe ich nicht mal genug, lol. Okay, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, hat es zweimal geklappt. Oh, Moment mal. Ich habe noch mehr von denen. Wait, what? Wieso habe ich von denen so viele? Nee, das hier war's. Wow, drei Fails. Und, okay. Ja, sorry, ich irgendwie gerade keine Ahnung, was ich da gerade angeschaut habe. Okay, so. Dann weg mit dem Zeug. Dreimal geklappt. Sehr schlechte Quote. Ach Mist. Genau, da müssen wir noch unsere ganzen Runen und Karten wieder rausholen, die ich jetzt wieder eingelagern musste. Außer die Ozeanrune oder was auch immer das ist, die brauche ich nicht mehr. Genau. Ja, dann machen wir das noch. Das heißt, wir müssen in die Schmiede, Element Upgrade, Jojo geht zweimal vielleicht, auf 60 dann. Ja. Was so gut wie keine Kampfkraft gibt, checke ich immer noch nicht. Und boom. Ja, das heißt, wir haben jetzt drei Sachen auf 60. Oh, ne, meinst du 61 hier? Genau. Zwei Sachen auf 60, eins auf 61, 55 und 45. Genau. Nicht schlecht. Und Runen-Upgrade, ja, es wird wieder ein bisschen dauern, aber es sind wieder nicht so viele. Wie gesagt, ich mache das jetzt immer öfter, dass das sich nicht mehr ganz so krass ansammelt. Weil das jetzt trotzdem relativ lang gedauert hat, obwohl es nur 200 sind. Aber naja, ich meine, das Video ist erst 4,5 Minuten lang. Das sollte schon passen. So. Thank you.
Okay. Dann haben wir noch. Wait, what? Warum habe ich hier von 1400? Na, die brauchen wir auch nicht mehr, oder was? Ah. Die Zyklonrune ist quasi auch nutzlos. Ah, tatsächlich. Okay. Also Fluss und Zyklon, kann ich mir merken, sind nutzlos. Oder Ozean und Fluss, glaube ich. Ozean und Zyklon, verdammt. Ich kann es mir offensichtlich nicht merken. Perfekt. Soweit noch so weit vom Maximum einfach entfernt. Wir sind bei 3400, Max ist 51.000. Seid geisteskrank. Damit wird man halt niemals fertig werden. Das wirst du niemals erleben, dass du damit fertig wirst. Wahrscheinlich. Genau, Ozeanrune braucht man nicht, das haben wir schon bei Max. Hier sind wir sehr weit entfernt von Max. Da fehlt noch einiges. Naja, gut, okay, was heißt einiges? Knapp die Hälfte. Aber naja, wenn man bedenkt, wie lange wir das schon machen, ist das trotzdem krank. Error. Okay, in Schadensreflexion gibt es nicht. Ja, tatsächlich bei Schadensreduzierung sind wir tatsächlich fast bei Max. Aber das gibt es hier natürlich auch nochmal. Genau, hier können wir jetzt quasi nur noch Schadensreflexion machen. Und bei Schadensreflexion, glaube ich, der nutzloseste Wert im ganzen Spiel ist. Genau, und dann müssten wir eigentlich durch sein. Yes, sir. Alright. Puh. Wieder Upgrade Mania hier. Damn. Boom. Okay, dann können wir noch ein bisschen verschmelzen. Erstmal die normalen Sachen. Langweiliges T1, T2 Gedöns, haben schon lange nicht mehr zusammen gemacht. Aber naja, gut, gerade genannten Gründen. Langweilig. Zack, zack, zack. Braucht es nur noch eine T6-Kette, dann könnte ich Ultimate machen. Warte ich aber, wie gesagt, noch ein bisschen, bis ich höher upgrade noch wahrscheinlich. Genau. Dann Begleiter-Gacha-Lager. Item-Gacha-Lager. Und ich denke mal, dann callen wir es ein Wrap. So. 13.000 Herzen haben wir schon. Aber vielleicht wird es doch nichts mit den 11 Millionen Kampfkraft, wer weiß. Gucken, wie viel wir jetzt hier noch bekommen. Boom. Wir sind bei 45.000, uns fehlen 45.000. 55.000. Unicorn. Oh, das kriegt aber einen heftigen Buff. Fast 10%. Oh ja, das müsste heftig sein. 17.000. Oh, und der nächste ist sogar noch besser. 22.000. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten. Oh, das heißt, wir sind bei 85.000. 15.000 Kampfkraft zu wenig. Mist. Tja. Was ich noch vergessen habe, die Schatzkisten wollte ich noch öffnen, genau. Jetzt sind zwar nur 45 Stück, aber bevor die wieder überstecken, das nervt ja ziemlich, wenn die überstecken. Ja, RIP. Nee, dann hat es doch nicht ganz gereicht.
Aber dann heute Nacht auf jeden Fall. Zack. Zack. Sogar eine Schriftrolle. Oh, okay. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Aus so wenigen in der Schriftrolle Schutz ist es selten. Cool. Und dann, Item-Gacha-Lager wollte ich noch, ne? Aber da werden wir natürlich nicht stärker. Genau, holen wir erstmal den Unrat raus. Sprich, alles, was sowieso vernichtet wird. Zack. Zack. Zack, zack. Ach. Zerlegen. Boom. Und dann haben wir hier noch Erfahrung. Zack, zack. Und dann können wir mal gucken. Also bei Armbrüsten wäre es T4, Helm und Köcher T6. Okay, das werden wir safe nicht kriegen. Aber Armbrüste T4, das kriegen wir doch. Ja, locker. Einmal T2. Einmal T3. Zweimal T3. Dreimal T3. Genau. Bei Köcher sind eigentlich auch relativ viele, aber wenige T3er. Da machen wir nichts. No! Oh mein Gott, das wollte ich nicht. RIP. Oh, verdammt. Das ist schlecht. Aber da können wir wahrscheinlich trotzdem ein T4 her. Nee, können wir nicht. Uff. Können wir nur ein T3 herstellen, ne? RIP. Genau. Na gut. Das ist kein Weltuntergang. Ich habe momentan ausnahmsweise relativ viel Platz. Weil ich jetzt die ganzen. Also wenn jetzt noch das nächste Upgrade-Event kommt, ich noch meine ganzen Orichalcum loswerde, endlich. Weil wenn ein Blick auf meinen Penya-Stand verrät euch, ich bin ziemlich liquide. Also das Momel-Event ist jetzt quasi vorbei und ich habe 451 Millionen übrig. Und das Momel-Event müsste das Event sein, wo du eigentlich am meisten verbrauchst, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müsste eigentlich das sein, wo du am meisten verbrauchst. An Penya. Oder zumindest ich. Und das ist jetzt vorbei. Und das zweitmeiste ist dann das Upgrade-Event, beziehungsweise hauptsächlich das Übertragen vor allem. Aber natürlich das Upgraden an sich auch schon einiges. Und ja, aber so oder so, ich müsste jetzt dann eigentlich genug haben, um das mal ganz gut zu nutzen. Und dann kann ich eben diese ganzen Orichalcum-Stacks hier noch verbrauchen und dann sieht mein Lager eigentlich ganz gut aus. Dann werden nur langsam die ruhmreichen Kristalle nervig, weil ich davon mittlerweile 46 Milliarden Stück habe. Genau. Wie sieht es beim Besen aus? Da brauchen wir wahrscheinlich. Oh ne, da geht sogar was. Oh, 5400? Ah, aber hier reicht's nicht. Mist. Und hier brauchen wir überall strahlende Kristalle, gell? Ne, die benutzen wir jetzt natürlich nicht. Ich werde das nächste Besenlevel auch noch erreichen. Ja, gut. Das ist nicht gut. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe nur das Kabel überprüft, weil es so krass geleckt hat. Also es war voll verzögert. Also wenn ich was gemacht habe, kam es voll verzögert an. Jetzt ist wieder zeitgleich. Jetzt. Ja. Es war gerade ein bisschen verzögert die ganze Zeit schon. Das hat mich die ganze Zeit gestört, aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich verzögert ist oder ob ich es mir noch eingebildet habe. Ja gut, vergesst es mit dem Penny, jetzt haben wir nur noch 321 Millionen. Der Besen ist so krank, Alter. Was der kostet, das ist heftig. Also die Besen, diese Verzauberungen. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Später, wenn du bei 90% oder so bist, kostet ja ein Upgrade wahrscheinlich 2 Milliarden Penya oder so. Also, wie soll man das denn noch bezahlen irgendwann? So viel Penya kriegst du ja überhaupt nicht im Spiel. Das ist unmenschlich. Ich müsste doch eigentlich mal meine Skills leveln, aber dafür habe ich auch nicht genug Penya. Hier, der Skill kostet allein 500 Millionen. Das ist heftig. Also gut, was heißt Skills? Das ist der einzige Skill, den ich leveln kann. Für alle anderen bräuchte ich Wiedergeburt, aber trotzdem geisteskrank. Ja, aber dann würde ich tatsächlich sagen, war's das? Haben wir leider doch nur 10.990.000 geschafft mit der Kampfkraft. Aber im nächsten Video sind wir dann garantiert bei 11 Millionen. Und damit würde ich sagen, war's das? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch. Moment mal. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Aber das reicht nicht. Hier haben wir noch 1100 Herzen. Aber in der Gilde kann ich ja auch noch welche kaufen. Aber das reicht auch nicht, ne?
Wie viel fehlen jetzt noch? Oh mein Gott. Ah! 200. Gut, ich könnte auch einfach ein anderes Pet pushen, aber das mache ich nicht, weil ich. Also den Löwen und den Tiger, die beide auf Level 10, die werden ja hoffentlich irgendwann noch durch bessere ausgetauscht. Genau. Ich brauche noch die Drachen, aber das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Naja, knapp. Sehr knapp an den 11 Millionen vorbei. Auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo, wie gesagt, freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.